Hallo alle und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Applied Analytics 2 Tutorial. Und heute geht es um den FE P2Peter, ne? Und wie der Name schon sagt, könnt ihr Forge Energy, also Energie über euer Applied Analytics 2 System ganz einfach transferieren. Ihr könnt das Ganze machen in einem Subnetwork, wie ich das jetzt hier zum Beispiel beispielhaft mache, oder auch in eurem Hauptnetzwerk. Und das funktioniert folgendermaßen. Ihr braucht auf jeden Fall eure Energiequelle. Transferiert ihr hier ein bisschen Energie im Grunde genommen hier rein. Habt hier auf der anderen Seite sozusagen euren Energieempfänger. Und ihr müsst das Ganze entsprechend noch konfigurieren. Shift-Rechtsklick, erhaltet ihr eine Frequenz 1FEC und einmal Rechtsklick. Und damit habt ihr auch die Frequenz im Grunde genommen einfach nur kopiert. Und dann müssen wir das Ganze hier nochmal konfigurieren. Bei den Mechanismen wird das Ganze einfach hier im Grunde genommen einmal rausgepusht. Und dann haben wir hier drin so langsam ein bisschen was Energie. Fühlt sich auf jeden Fall unsere Ultimate Energy Cube. So könnt ihr entsprechend Energie über euer Applied Energy System transferieren. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis demnächst. Ciao.